Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video von mir und zwar passiert dieses Video in Kooperation mit Globaland. Das ist ein Bastelshop, wo man Sachen bestellen kann. Es gibt Washi-Tapes, Sticker, Stanzen, Stempel, also eigentlich alles, was das Bastelherz begehrt. Und ich habe das schon mal privat bestellt und hatte jetzt eine Anfrage bekommen, ob ich euch die Sachen nicht mal zeigen möchte. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Also die Produkte, die ich euch jetzt in diesem Video zeige, habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt, dass ich sie euch zeige. Und was ganz cool ist, ich habe auch einen Rabattcode für euch. Und wenn ihr euch da jetzt denkt, okay, ich sage, es ist alles super toll und das ist es gar nicht, weil ich kriege Geld dafür. Nein, ich habe einmalig die Produkte bekommen und das war's. Also wenn ihr kauft, nehmt gerne den Rabattcode, weil lohnt sich für euch, aber ich verdiene da nicht nochmal mit. Deswegen ist das Feedback auch komplett ehrlich. Es wird mehrere Videos darüber geben und heute zeige ich euch einfach einmal, was ich bestellt habe. Die Produkte sind unten in der Infobox markiert. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, wie immer in die Kommentare damit. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch langsam mal an. Sachen kommen immer in so einem super seriösen Plastikbüdel, der dann nochmal gepolstert ist, damit nichts kaputt geht. So, und dann habt ihr quasi immer so eine Packinglist. Die Preise sieht man immer nur online. Die Preise variieren auf der Seite immer ein kleines bisschen. Das heißt, wenn man am Montag guckt, ist es manchmal ein paar Cent teurer als am Dienstag. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, vielleicht aufgrund der Wechselkurse. Meine allererste Bestellung bei denen war über $140. Ich bin da etwas eskaliert und ich habe keine Zollgebühren bezahlt. Ich blende euch unten im Video aber einmal ein, was das Set aktuell in dem Moment, wo ich das Video hochlade, kostet. Aber wie gesagt, wundert euch da bitte nicht, wenn es 10 Cent teurer ist, wenn ihr guckt oder so. Aber es ist wirklich, wirklich günstig. So, und ich würde sagen, wir fangen einmal mit diesem Set an. Zwar besteht dieses Set. Ja, man sieht es tatsächlich ganz gut, aus drei Boxen, die man basteln kann. Die sind verhältnismäßig klein, aber das steht alles bei. Man muss es sich halt nur durchlesen. Und ich zeige die euch jetzt ein bisschen genauer. Das ist einmal die eine Box. Die faltet man quasi, die stanzt man zweimal aus, dann hat man vier Seiten und dann ist die Box quasi fertig. Ich finde die richtig, richtig schön. Und ich mache sowas halt total gerne und stelle dann so ein künstliches Teelicht rein. Das ist einmal die zweite. Da finde ich das mit den Sternen richtig süß. Und man hat schon wieder Sterne und hier unten auch Kreise und Sternchen für Shaker-Karten. Ich bin ja so ein kleiner, alles, was irgendwie ausgestanzt wird und brauchbar sein kann, wird behalten. Und so süße Häuserfronten. Und dann noch eine kleine Herzchenbox, die quasi oben so ein Herz als Verschluss hat. Die Sachen stanzt man natürlich vorher aus. Und dann hat man eine ganz normale Box mit leeren Seiten. Und dann kann man halt Schneeflocken raufkleben oder Sternchen, Herzchen, Blümchen. Je nachdem, wonach es einem gerade beliebt. Finde ich aber richtig, richtig, richtig cool. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als erstes ausprobiert sehen möchtet. Das ist auf jeden Fall das Set 1. Dann kommen wir zum Set Nummer 2. Besteht einmal aus einem Rauschebart, drei Wichtelmützen oder Zwergenmützen, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, einem richtig süßen Lebkuchenmann, einer Zuckerstange, Schneeflocke, ein bisschen Eis, beziehungsweise Milchkakao, weil im zweiten Set ist das hier enthalten, eine große Tasse, ganz viele Kleinigkeiten zum Beschmücken, natürlich auch die Nase und der Bart vom Wichtel, Marshmallows und der Spruch Hot Milk, wo man dann halt so einen richtig süßen Gnom in die Tasse setzen kann. Und alleine die Stanze finde ich schon richtig, richtig schön. Wie gesagt, das ist so einmal ein Doppelset und das ist Set 2, falls ihr das zuerst sehen wollt. Set 3 besteht aus vier Stanzen. Einmal aus dieser wunderschönen Sommerstanze. Ich zeige euch die einmal so rum. Mit einem Schmetterling, noch einem zusätzlichen Schmetterling und ein paar Blümchen. Dann gibt es noch einmal die Weihnachtenstanze. Und allein für das Zeug innen lohnt es sich schon. Und ich finde solche Rahmen einfach richtig, richtig hübsch. Gucken einmal, das ist ein Standardbriefumschlag. Und da passt es. Also passt es auch auf eine Standardkarte. Also mega, mega schön. Das ist dann eher der Sommerrahmen, würde ich sagen. Und das erste mit dem Schmetterling war wahrscheinlich eher der Frühlingsrahmen. So sieht das einmal aus. Wobei das auch eine Schneeflocke sein könnte. Aber wahrscheinlich auch nur im meinem Kopf. Und als letztes haben wir den Herbst mit diesem mega süßen Erdmännchen. Ja. Mit diesem mega süßen. Meine Güte, was ist das denn jetzt für ein Tier?
Eichhörnchen, mit diesem mega süßen Eichhörnchen und auch der Haselnuss. Also finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, das ist einmal quasi das Vierer-Set und das ist Set 3. Und jetzt kommen wir zu einem Stempelset. Set 4 besteht aus 4 verschiedenen Stempelsets. Ich hole die euch einmal raus, weil die teilweise falsch rum in der Verpackung liegen. Dann kann man die nicht so gut erkennen. Das ist einmal das erste Set. Wie gesagt, ich habe alle 4 zusammen in einem Set gekauft. Die konnte man sich quasi nicht aussuchen, aber man wusste, welche man bekommt. Und ich finde diese Bilderrahmen quasi richtig, richtig niedlich. Hohoho, der super süße Weihnachtsstrumpf und ein Merry Christmas. Das ist einmal das erste Set. Das ist einmal das zweite Set und das ist ganz klar das Lieblingsset von denen. Guck doch mal bitte an, wie süß das ist. Dieser Tannenbaum, das Häuschen und was halt mega gut ist, diese Häuschen gibt es auch in klein. Wer mein ATC-Bastel-Video gesehen hat, hat gesehen, dass ich mit so einem Häuschen eine ATC gebastelt habe. Und jetzt habe ich es auch noch in groß. Das heißt, ich habe ein großes und könnte da jetzt noch so, sind ungefähr so groß, nur daneben setzen. Mega niedlich. Und ja, also in das Set habe ich mich wirklich komplett verliebt. Dann haben wir noch dieses Set mit den 2 Schneemännern. Merry Christmas, ein Weihnachtsvogel, Kügelchen, ein Pinguin mit einem Reh und einem riesigen Haufen von Geschenken. Wish you all happiness this Christmas. Sehr, sehr niedliches Stempelset. Last but not least, dieses Stempelset noch. Way the magic of Christmas fill your heart and home. Just chilling. So eine Telefonzelle mit Weihnachtsbaum. Happy. Der hier ist mega schön. Richtig, richtig toll. Dann ein Weihnachtsschild mit Xmas und der große Schlitten. Wenn ihr was mit den 4 Stempelsets sehen möchtet, schreibt Z4 in die Kommentare. Als letztes kommt ein relativ großes Set, womit man ein richtiges Schaubild basteln kann. Wir fangen mal mit dem leichtesten davon an. Und zwar diese 3 super niedlichen Weihnachtsbäume. Ich mag sie richtig, richtig gerne. Und dann ist das der Rest von dem Set. Es gibt kleine Laternen, Fenster, Gartenzäune, einen Schneemann, verschiedene Häuser, Weihnachtssterne, normale Sterne, Kamin, so eine Lichterkette, Haustüren. Hier ist noch ein Schild. Damit baut man dann eine Landschaft in 3D-Effekten. Deswegen ist da der große Rahmen drumherum. Und kann dann so eine richtige Winterlandschaft bauen. Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Deswegen bin ich auf dieses Set einfach mega gespannt. Das wäre Set 5. Also wenn ihr das in die Kommentare schreibt, seht ihr das. Also ihr seht natürlich alle. Die Frage ist halt nur, wann. Aber da bin ich wirklich richtig, richtig gespannt. Das wären jetzt quasi einmal die 5 Artikel, die ich mir rausgesucht hatte. Noch ganz kurz zu Globaland. Wie gesagt, die Preise sind unschlagbar. Von denen, die ich mir privat schon mal gekauft habe, kann ich sagen, Qualität ist ungefähr wie bei Action. Und da ist es noch teurer. Und es sind halt auch Stempelsets bei, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Wo ich mir denke, okay, ich bin ja manchmal sehr, sehr niedlich unterwegs. Das ist manchmal echt schwierig, so kitschige Stempel zu bekommen, ohne dass sie mir zu kitschig sind. Deswegen bin ich da wirklich, wirklich glücklich mit. Das waren jetzt einmal quasi die 5 Produkte, wodurch es ja mehr als 5 Produkte sind, aber halt 5 Sets, die ich mir ausgesucht habe. Ihr entscheidet, welches Video ihr als nächstes seht. Mit dem Rabattcode JASMIN5 spart ihr 5 Dollar ab einem Bestellwert von 40 Dollar. Keine Sorge, ihr könnt dort in Euro bezahlen. Ich empfehle euch aber, wenn ihr da gucken wollt, macht das, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Die haben gefühlte 10.000 Produkte, also ganz so viele sind es wahrscheinlich nicht. Aber es ist wirklich super viel süßes Zeug dabei. Und als ich durch Zufall auf die Seite gestoßen bin und mir selber privat da was gekauft habe, wie gesagt, ich habe 140 Dollar ausgegeben. Und wenn ein Stempelset so durchschnittlich 80 Cent kostet, umgerechnet, dann, Leute, schwierig. Lieben, was mir noch ganz wichtig ist, der Versand bei Globaland braucht ein bisschen. Da steht irgendwie 5 bis 7 Tage. Wenn es versandfertig ist. Steht aber nicht bei, wie lange es dauert, bis es versandfertig ist. Und es kann gut sein, ich glaube, ich habe jetzt bei auf die Bestellung, weiß ich nicht, 2,5, 3 Wochen gewartet. Bei meiner ersten Bestellung gab es dann ein paar Sachen, die nicht mehr lieferbar sind, weil ich halt so unfassbar viel bestellt habe. Und das ging ein bisschen hin und her, aber super freundlich, hat alles gut geklappt. Nur es dauert ein bisschen. Also nicht, wenn ihr jetzt das Video seht und denkt, oh, 7 Tage, ja, dann kann ich mir auch noch schnell was zu Weihnachten bestellen.
Könnt ihr machen, aber dann für nächstes Jahr. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, das kann schon so bis zu 3 bis 4 Wochen dauern, bis es wirklich bei euch ist. Meiner Meinung nach lohnt es sich, darauf zu warten, aber das seht ihr in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao!